Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Schönen guten Morgen. Hallo, Jäger am Apparat. Der Security-Code ist 4081. Sehr gut. Guten Morgen. Ja. Guten Morgen, Herr Al-Rusami. Ja. Am Wochenende arbeitet der Markt nicht. Oh. Das ist also Samstag, Sonntag. Ja, das wissen Sie wahrscheinlich. Hat die Börse geschlossen? Ja, Bank geschlossen, Supermarkt geschlossen, alle geschlossen, ja. Nein, die Börse. Aha, auch. Ja. Nicht ich weiß. Genau. Deswegen konnte ich da am Samstag nicht anrufen, als Sie da dieses Gespräch angefordert haben. So, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich bin am Freitag hat das leider nicht geklappt. Ja, ja ich bin mit, ein bisschen Erkältung haben. Nicht so gut, kann ich sprechen. Aha, okay. Freitag mit meinem Bruder bei Sparkasse Bank hinfahren. Wir bei den eingezahlt machen, aber der so viel Geld nicht genommen. Wir Samstag noch einmal gefahren und heute noch einmal gefahren. Ah, okay. Der immer nur 7.500 Euro nehmen bei einem Mal. Und da muss man einen Unterschreib machen, dass man den selber bringen. Ja, ich kenn die Prozedur, da es sich um Bargeld handelt. Ne? Right. Wie Sie sehen, ich habe die Handelshilfe von den 25.000 habe ich draufgelassen, ja, weil ich mir schon gedacht habe, dass Sie das da eventuell heute regeln. Ne? Ja, heute Morgen hinfahren, nächste Geld bringen, Unterschrift machen, weil den ein Signature haben, dass die das hier haben. Controlled Certificate nach dem Geldwäschengesetz Bundesrepublik Deutschland. Genau. Sie müssen da dieses Kontrollzertifikat unterschreiben wegen dem Geldwäschegesetz, weil sich ja bar hinterlegen muss. Aha, das ist wie bei Custom, bei Flughafen. Wenn man Geld mitbringen muss, man Signature machen. Sie kennen, ne? sehr gut. Natürlich. Und dann das Mann bei Bank, der sagen sehr viel Glück, dass mir der und dann bald können kaufen, der sehr freut machen. Aha. Aber sagt, muss ich bei Trading Company fragen nach License von Buffin, right? Du haben? Ja, natürlich. Ja? Das ist gar kein Problem. Der mir aufschreiben, soll ich angucken. Weil ich glaube, wir nicht machen zusammen oder wir machen und nicht vergessen. Nein. Das wird nicht vergessen. Nein. Oder haben wir schon sprechen, aber ich vielleicht vergessen, wenn viele Menschen bei meinem Kopf dünnen. Nein, gar kein. Das ist sehr gut. Definitiv. Ich vergesse das definitiv nicht. Nein, ich vergessen zu fragen und jetzt zu fragen, weil meine Brüder auch sagen, so viele Geld, du ganze 10 Jahre Geld sparen und jetzt willst du den weggeben. Ich sage, Material ich nicht weggegeben, nicht mehr Geld bei deinen bekommen. Das ist gar kein Problem. Ich sage Ihnen gleich, es ist eine SISEC-Lizenz. Was bedeutet? SISEC ist die Lizenz auf Zypern. Das machen wir wegen Steuern. Ja? Weil auf Zypern zahlt man keine Steuern. Madaria, jetzt sind wir schon bei Poland, wir sind bei Lithuania, wir bei Schweiz, Deutschland und Zypern. Wo noch dein Firma arbeiten? Ja, aber es ist, Herr Rustami, es ist so, wenn Sie, der Banker hat nicht umsonst gefragt. Er will dann gleich das Ganze dem Finanzamt weitergeben. Oh. Er weiß aber auch nicht, ja, also Sie müssen vorsichtig sein auf dem deutschen Markt, ne? Weil die Steuer beträgt auf dem deutschen Markt gleich mal 25%. Ja? Wenn wir aber jetzt mit der SISEC auf Zypern, SISEC-Regulation einmal beanspruchen, und für Kryptowährungen gibt es sowieso, das ist ja sowieso egal, ja, aber auf Zypern egal? Ist es gleich mal, die, ja, weil wenn Sie Kryptowährungen, wenn wir einmal das Ganze machen, ja, diese Arbitrage, wir handeln ja nicht auf der Börse direkt. Wir machen ja kein Trading. Okay. Sondern wir kaufen ja nur Kryptowährungen und verkaufen.
Genau, das, was du zeigen, bei einer Market kostet 40.000, bei anderen Market kostet 50.000. Und das hat nichts mit der Börse zu tun, das ist nicht riskant. Ne? Sie werden nur sehen auf Ihrem Portfolio, das eingekauft worden ist und das verkauft worden ist. Right. Das ist kein Trading. Deshalb ist das sowieso nicht mit der SISEC verbunden, nicht mit BaFin, nicht mit irgendwas. Ja? Der Banker hat wahrscheinlich gedacht, Sie wollen da traden. Weil ja, ja. Das ist ein Trade, ist ja, wenn man direkt US-Stocks macht oder irgendwie mit, ja, von mir aus mit deutschen Indizes handelt, okay, oder sonst irgendwas. Das machen wir ja nicht. Ach so. Ja, aber doch, wenn deine Firma billig einkaufen und teuer verkaufen, dann doch ein Trade, deutsche Wort, Handel machen. Oder nicht? Ja, aber handeln, ja, aber Einkauf und Verkauf, das ist Arbitrage. Arbitrage ist was ganz anderes wie das herkömmliche Trading. Weil, ach so. Trading hat im Englischen eine andere Bedeutung, das ist einmal dieses Brokerage. Ja. Alright, okay. Ja. Und das hier, was wir machen, ist not Brokerage, das ist ganz normal. Ja. Buy and sell. Buy and sell, yeah, that's right. Right. Weil das ist sehr schwierig, yeah, bei meinem Kopf drinnen. Wenn du Hindustani sprechen, dann Englisch bei Schule lernen und bei Deutschland lernen. Drei sehr schwierigen Sprachen bei dem Kopf drinnen. Und jeden Wort eine andere Verdeutung haben bei einem anderen Land drinnen. Ja, ja, genau. Die Bedeutungen sind ziemlich... Das ist manchmal sehr schwierig. Ja, aber das ist gar kein Problem. Ich kann Ihnen das direkt mal zuschicken. Einmal bei Restaurant drinnen sitzen und als wir neu bei Deutschland, wir ein Translation-App machen. Ich wollte der Lemonade bestellen und ich zu bei dieses App drauf gucken und dann sagen, ich mochte diese Teppich nicht kaufen, bitte. Der mir ganz komisch angucken. Aber falsche Wort reinschreiben. Und statt Lemonade dann Teppich, right? Ja, der Rack ist aber on the floor. Komplett. Das ist nicht gut, das ist sehr, sehr embarrassment gewesen. Ja, natürlich. So, ich werde. Aber Menschen von Eingefällung lernen, right? Ja, natürlich. Und alle Menschen bei Restaurant lachen. Ja, aber das ist auch falsch. Ja, man braucht jemanden auslachen, wenn man. Du wirst bei India nicht machen. Wenn kommt ein Mensch bei India, bei Bangalore, India, was kann denn nicht, den Sprache wir den zu essen mit bei den zu Hause bringen, damit den keine Hunger haben. Weil jeder Mensch ist ja unser Bruder. Ja, natürlich, weil man braucht da nicht irgendwie lachen oder sonst. Nein, nicht. Mein Herz geht kaputt, wenn die so reden. Ja, weil das finde ich generell falsch. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Bist du schon mal bei India gewesen? Nein, leider noch nicht. Oh. Leider noch nicht. Ja. Was denn? Ist das nicht gut? Doch. Es ist allerdings, ja, es ist interessant. Bloß, ja, irgendwie jetzt noch momentan, wie soll ich sagen, weit weg. Und wenn ich jemanden hätte, der mir das Ganze zeigen kann, ja, dann wäre das definitiv interessant. Wir bei January, wir bei mit meinem Bruder und mit meinem Schwibschwager Hassan, wir nach Amritsar bei India gehen. Ist heilige Sikh Tempel, right? Wir bei Deutschland Wallfahrt sagen machen. Mitkommen, du kannst mitkommen, das ist kein Problem. Du musst nicht sein Hindu, du kannst als jeder Mensch dorthin kommen. Du kannst dir angucken, du kannst dann ein Essen bekommen und da kann man auch schlafen. Natürlich. Golden Temple, Amritsar, also, right? Jeden Tag dort 200.000 people free meal bekommen. Musst du mal bei YouTube gucken. Das ist ein sehr heiligen, wunderbaren Ort. Jeder Mensch kann dort kommen, zu essen bekommen. Jeden Tag. Wow, okay. Das ist eine Donation von Menschen nehmen und dann alle Menschen dort helfen.
Okay. Ah, ja, Namaste, right? Das ist interessant dann. Ja? Right. Right. Das habe ich verstanden. Ja, Namaste viele Menschen kennen. Ja, ja. Aber das sagt man nicht nur in Indien. Nein, das ist auch bei Indonesien auch kommen. Viele Menschen, was bei Pakistan kommen. Ich kenne das von Nepal. Ja, Nepal, Nepaleso, den auch ja, machen. Ja. Wird es sehr viele Hindu ja, dort geben. Genau. Also right. Nepal kann ich Ihnen sagen, da war ich. Das ist ganz was du bei Nepal machen, meine Bruder? Ich wollte dort einmal, ich habe eine Tour mitgemacht, diese Hiking. Hiking in the mountain, right? Hiking Tour, ja, ja. Und Kloster angucken, ja? Ja, ja, natürlich. Oh. Aber halt, ich konnte nicht so hoch, weil es gibt Touristentouren, die sind nur bis zu einer gewissen Höhe erlaubt. Altitude, ja. Mountain Height, genau, right? Genau. Wegen zu wenig Oxygen bei Luft drinnen. Genau, ganz genau. Right. Genau. Wir bei meiner Mutter, mein Vater bei Indien noch leben, denn bei 2200 Meter die Goat Farm, Ziegefarm haben. Sehr weit, okay. Indisch Bergzieg, Indisch Mountain Goat, Indian Mountain Goat, Highland Goat, they okay. also have. Und das ist auch sehr weit oben, also für mir ist kein Problem. Muss ich nur ein bisschen, weil lange nicht mehr dort gewesen und hier bei Deutschland alle sehr, sehr niedrige Länder, muss ich erst wieder gucken. Ja, für uns ist das ein Problem, weil vor allem, wenn man in der Stadt ist und da hochgeht, da hat man erstmal, man hustet erstmal die ersten 2-3 Tage, ja, weil dann hat uns das der Mensch, der uns da dieser Reise begleitet, der hat uns erklärt. Tourguide! Ja, genau. Das ist einmal wie eine Detoxication, was euer Körper jetzt einmal macht. Right. Ja, weil wegen der frischen Luft. Und genau. No pollution in the air. Alle sehr sauber, sehr rein, wie bei Ariel gewaschen. Ganz genau. Right. Und dort habe ich das erste Mal diesen großen tibetanischen Hund gesehen. Das ist ein Riesenhund. Und der hat das ganze Dorf gehütet. Ein Hund hütet das ganze Dorf. Das ist unglaublich gewesen. Das ist, wie hießen die nochmal? Ja, das ist ein tibetanischer. Ja, den Hund ist ja nicht morgen, wir die Ziegefarm haben. Ja, aber dieser Hund, der beschützt das ganze Dorf. Das war ein Riesen. Der hat ein langes, richtig langes Fell gehabt. Ich weiß jetzt gar nicht, ist es irgendwie. Was, Hund oder Bär? Ja. Hund. Right. Aber das ist ein Hund, der ist wie ein Bär, so groß wie ein Bär. Das ist sehr gut. Ja. Genau. Okay. Herr Al-Rustami, wie gesagt, ich habe da jetzt einmal das, was Sie von mir bekommen haben, damit ich Ihnen da auch mit meinem Kapital helfe, dass man so viel wie möglich erwirtschaftet. Das lasse ich drauf. Das, wie gesagt, das lasse ich einmal drauf. Ich habe Ihnen jetzt auch die Lizenz geschickt. Einmal. Ich habe das alles eingescannt, habe Ihnen das mal geschickt. Ausweis von mir haben Sie vor der Rückseite. Und ich denke mal, jetzt dürfte eigentlich. Du hattest mir den. Den Certificate bei mein E-Mail-Adresse reinschreiben. Ja, aber du sagtest von Zypria. Jetzt steht bei Certificate steht Marshall Island. How many fucking company do you have, right? Every country. Das ist einmal der Hauptsitz der Company. Was bedeutet? Der Hauptsitz, the main location. Headquarter. Yes. Right, the main base that needs to be captured, right? Yes. Marshall Island. Yes. Have you been over there? No, not yet. No. Aber mal ein halbes Jahr bei Firma drinnen oder wie lange bei Firma drinnen? Nein. Seit 2018. Oh, und noch nicht bei Headquarter Welcome machen? Nein, weil ich mache generell, bin für den europäischen Markt zuständig. Oh. Europa und Asien. Sehr gut. Asia. Ja, auch. Auch bei Japan machen?
Nein. Japan is only interesting for the forex. So Wenn möchte ich der sehr gerne hingehen. Wenn deine auskaufen, alle gut. Ein bisschen Geld bei meine immer noch kommen, will ich mir Japan angucken. Natürlich. But China is better. No. Kommunist nicht gut. Ja, but because of the industry and for the market. Ja, vom Market, aber wenn ich Holiday machen, will ich Onsenbad gucken, will ich Foot Massage gucken, Samurai gucken und Pokémon gucken, right? Aber nicht Statue von Lenin und Marx, right? Nicht gut. Ja, okay, ja. No. Da gebe ich ihn recht. Aber kein Urlaub bei Nordkorea machen, right? Nein. Ich sehe, kann man Documentation bei Netflix gucken, People bei Nordkorea Urlaub machen. Verrückten Menschen. Für die der keine Geld geben. Wieso macht man das? Das ist. Da kann man den Zeit ein besseres Leben geben. Ich glaube, man so sagen. Natürlich. Aber der ist eine Geschwendung bei Ziegebock drinnen. Right. Ja, das ist definitiv, ja, würde ich auch nicht machen. Das ist nicht gut. Genau. Also wie gesagt, jetzt haben Sie mal das, was da das Wichtigste ist. Aber wie gesagt, Aha. Wir werden da sowieso einmal permanent das Ganze nachverfolgen. Ja. Wir werden auch direkt mal nach dem ersten Handel direkt auch mal eine Auszahlung von den Gewinnen machen, damit Sie da auch wissen, dass das richtig ist. Ja. Und ich werde Ihnen nochmal einen Vertrauensbeweis geben, sobald Sie einmal das Ganze gemacht haben. Da brauche ich nur einen Screenshot. Also praktisch nur ein Beweis, dass Sie tatsächlich da einmal die Überweisung getätigt haben. Aha. Und ich werde direkt mit dem Handel schon anfangen. Deswegen habe ich auch einmal die Handelshilfe draufgetan bei Ihnen, also meine 25.000. Right. Also sobald ich einmal den Screenshot habe, mache ich schon den ersten Handel, damit Sie sehen, dass das funktioniert. Ja. Und dann Geld bekommen. Natürlich, Sie werden das Ganze nachverfolgen können. Right. Sie werden direkt einmal auf das Portfolio einmal gut geschrieben. Ja? Und sobald Sie dann sagen, also wir werden, ich denke mal, direkt nach 2-3 Tagen die erste Gewinnauszahlung machen, damit Sie auch sicher sind. Ja? Und so werden wir das permanent machen, weil wie gesagt, Sie wollen ja da praktisch das Haus verdienen. Ja? Right. Und eventuell da schon ja, das Ganze in die Wege leiten. Weil wie gesagt, rein prinzipiell gesehen, ja, ist es nach 6-mal Handeln, ja, 7-mal Handeln, 6-7-mal Handeln, ist das Geld eigentlich verdient. Ja. Aber du wie viele Tage brauchen? Das müsste normalerweise 6-mal Handeln, das wären 6 Tage, 7 Tage. Ja. Right. Also rein prinzipiell geht das relativ schnell. Dieser Arbitragehandel, Sie haben die Preisunterschiede gesehen, ja. Auch wie gesagt einmal unabhängig von uns. Das ist generell auf dem Markt so verfügbar und das werden wir ausnutzen, definitiv. Das ist sehr gut. Immer sehr bei den Freunden. Natürlich, ich mich auch. Ich verdiene ja mit. Ja, ich mache das ja nicht umsonst. Ich verdiene ja mit ihm mit. Aber da werde ich ja, wie gesagt, von dem Liquiditätsanbieter, von dem Exchanger einmal bezahlt. Und das ist einmal definitiv der Vorteil dieser Sache. Das ist gut. Ich mich sehr, sehr freuen. Da kann man bei den Leben, right? Bei Tiny House trennen. Ganz genau. No. Es ist ja definitiv ein Geben und ein Nehmen. Das ist generell das, was ich immer so mache. Ja? Weil alles andere macht nicht wirklich Sinn. Ja? Weil nur wenn ich einmal Zufriedenheit bei meinen Kunden habe, verdiene ich mit. Und eventuell, wenn wir das jetzt zusammen machen, Sie haben vielleicht Freunde oder Ihr Bruder oder egal wer, ja? Dann, ich sag mal so, schlechte Nachrichten hören sich schnell rum. Gute eventuell, ja, ein bisschen langsamer, das dauert dann 6-7 Tage. Was ist Bad News? Ich nicht verstanden. Wo ist der Problem? Nein, ich sage, if you have bad news are spreading fast.
Oh, now I got it. Now, okay, ich habe verstanden. Good news, good news. If you want to have good news, you have to earn it, and that's what I'm doing. I want to earn, this appreciation and the good news, and maybe you have friends, family, or somebody else. Okay. When you're getting the money and you earned your house, you can say, this man, he can do something for you. And that's how I can also, earn a little bit more. Right. Do you have a RefLink? Please come again. Do you have a referral link? Referral links. Right. Yes, we have them. Super, yeah, super. Aber erst mal Haus bekommen, dann können wir machen. Yeah. First I want to prove it to you, and then we can do everything else. Yeah, that's great. I appreciate opportunity. Ich mich sehr freuen. Wir dann bei heute den Deal beginnt machen, ja? Wir den anfangen. Okay. Alles klar. Wie gesagt, vergessen Sie bitte nur nicht das Beweisfoto, weil dann darf ich direkt anfangen zu arbeiten. Ja. Was machen? Habe ich einmal. Please don't forget the screenshot that you've done this transaction. That's for me. Oh, like last time, wie letzte Mal. Bild machen. Yes, please. Oh. That's for me enough that I can start to earn money for you. So, even if your money is on the way, yeah, that's why I put this my 25,000 in. Uh-huh. I can already start that we are not wasting time. That is very good. Also, dann kann ich bei nächstes Jahr tiny house bauen. Nicht nächstes Jahr. Na doch, deutsche Government. Du musst License und Paper für Bauwagen, License und Paper für Boden, License und Paper für Loch bauen, License und Paper für Loch wieder zumachen. Bei India besser. Du gehst bei einem Land hin, du dort Siege hinpacken, wenn nach 2 Wochen noch da, deine Land gehören. Ja. Ist viel einfacher, aber Zuge immer sehr voll, right? Ja, das ist, in Deutschland ist halt die Bürokratie ein bisschen. Da ist ein viele Problem. Weil kannst du 3 Katzen totschlagen und ein Kind mitnehmen? Keine Problem, aber wenn du ein Paper, kein Signature machen, bei Gefängnis kommen. ja. Schlimm. Ja, das ist nicht gut. Aber gut. Aber was soll man machen? Es gibt ja nicht überall so viele ehrliche Menschen. Natürlich, das ist das nächste Problem. Right. Immer schlimmer und immer schlimmer. Ich meine, das ist ja bei die ganze Leben. Du kommst hier, wird gestohlen, da wird gestohlen, alles stehlen. Ja, aber das ist einmal, wie gesagt, die Menschen, ich weiß nicht, warum man das macht, wenn man auch so genug verdienen kann. Ich nicht wissen, kann man viele ehrliche Arbeit bei einem Land drinnen machen. Wenn du so viele Menschen hierher kommen und nur Kriminellen machen, das ist nicht gut. Ja, und mit Drogen und dieses und jenes, also es ist ganz schlimm geworden. Right. Wir bei India mit Stock schlagen und wegjagen. Wir hier nicht machen, hier die eine Umarmung und Teddybär kriegen. Das haben Sie schön gesagt, ja. Weil du alle Menschen sehr lieben, aber wenn Menschen einen Jogger machen oder Kriminell machen, die nicht bei meinem Land leben. Ich denke nicht. Dann sollen die bei einem Desert gehen und Criminal Country. Sollen die eigene Scheißdreck machen. Aber nicht bei meinem Vorgarten drinnen. Ja, genau. Das ist das Problem. Vielleicht kannst du Präsident werden von Criminal Country. Möchtest du machen? Nein. Warum nicht? Definitiv nicht. Weil es gibt ein deutsches Sprichwort, unter den Blinden ist der einäugige König. Vielleicht kannst du König werden. Nein, möchte ich auch nicht. Warum nicht? Möchte ich auch nicht. Ich bin so voll und ganz zufrieden. Ja? Es geht nicht, ja. Aber ich glaube, wenn du jeden Tag Menschen Geld wegnehmen, dann kann man gute Leben machen, oder? Bitte gut? Man könnte, aber das ist, dann würde ich definitiv, wie lange geht das? Ich weiß nicht, du sagst, du machst seit vielen Jahren, also gut funktionieren bei Marshall Island, oder?
Nein, also definitiv, wie gesagt, wenn man in Europa tätig ist, ja, dann funktioniert das nicht. Ja, 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 darum die alle Scam bei Overseas sitzen, right? Die können nicht bei Berlin bei Marktplatz warten. Ja, viele, viele, sag mal so, viele. Aber es kommt halt immer darauf an, ja, mit wem man zusammenarbeitet. Right. Ja, wenn man einmal EuropeFX, wenn man die anschaut, deutsches Unternehmen, ja, die haben auch den Sitz ganz woanders. Ich weiß jetzt auch nicht mehr wo, aber ganz woanders. Hast du auch mal für die arbeiten? Weil mit denen habe ich auch telefoniert machen vor ein paar Jahren. Nein, für die nicht, weil das war in Hamburg, war da irgendwie der Sitz und das war, die Bezahlung hat einfach nicht gepasst. Ja? Die waren da, das war ein Riesenunternehmen und auch da, es war einfach nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber jetzt mal, du gesagt, du brauchst so gute Rating, ja? Nicht mal bei Google Nordstar Global reinschreiben, der sagt mir, Internetseite ist nur 6 Monate alt. Du sagst, du bist seit vielen Jahren bei dieser Firma. Aber warum denn? Ganz genau, weil wir einmal für den europäischen Markt, ich sag dir, wir haben Asien gemacht, ja, und Vereinigte Staaten auf dem europäischen Markt, ja, aha, ist das Ganze einmal ein bisschen frischer. Ja. Vor allem Deutschland darf nicht jeder machen, ja, wie genauso wie Österreich und die Schweiz. Wir machen Österreich, Schweiz, Deutschland, Luxemburg, ja. Und das darf definitiv nicht jeder machen. Ne? Das ist, wenn Sie sich anschauen, ne, viele andere Unternehmen, ne, überwiegend, wie Sie schon gesagt haben, diese Scam-Unternehmen, die machen right, überwiegend nur den englischen Markt. Aber ja, viele Menschen bei Deutschland anrufen. Scam-Unternehmen? Aha. Ich weiß nicht, welches Unternehmen hat sie denn angerufen? Oh, ganz viel. Jeden Tag bei meinen Menschen anrufen. Einmal bei Facebook schreiben, hallo, bin ich Nubi, who can help me? 1000 Menschen anrufen. Dann immer Menschen anrufen, hat man Geld gewonnen, hat man ein Car gewonnen, hat man ein, weiß ich, wie heißt der bei Deutschland, ja, Meerschweinchen gewonnen. Immer anrufen. Genau, das sind aber wiederum andere Sachen. Ne? Wie gesagt, wenn man ihnen nicht anbieten kann, dass man direkt, ja, wie zum Beispiel, wie ich es Ihnen gesagt habe, wenn Sie diese Transaktion tätigen und ich kann direkt mit dem Handel anfangen und ich kann auch direkt einmal eine Auszahlung initiieren. Ja? Keiner gibt irgendwie Geld her einfach so umsonst. Und das, solange Ihr Geld überhaupt noch unterwegs ist. Ja? Das sind einmal die, wie soll ich sagen, die Unterschiede. Es funktioniert nicht einfach so, dass man ja praktisch direkt eine Gewinnauszahlung bekommt, ja, nur right, aufgrund dessen, dass die Transaktion einmal auf dem Weg ist. Natürlich, wenn Ihre Transaktion irgendwie nicht ankommt, ja, und Sie bekommen dann einmal die Gewinnauszahlung von uns, ne, kann es definitiv sein, dass Sie vertraglich, das wird auch einmal in den AGBs, in den allgemeinen Geschäftsbedingungen einmal drinstehen, ja, dass Sie dann praktisch, wenn Sie dann diese Gewinnauszahlung bekommen, die dann aufgrund von nur von meinem Kapital entstanden ist, ja, dass man da definitiv einen Ausgleich dann schaffen muss. Ja. Was bedeutet? Also sprich, when you are making money only with the money which I put in as your guarantee and put your in security. Put in. Oh, all right. The tithe put in. Yeah. And if you're making some profits out of it, and it wasn't your own money, and your own money is not arriving for this arbitrage trading, you will have to send it back, but that's also in AGB. This is the allgemeine Geschäftsbedingung. I know what it is, right? But how do we differentiate if it was my money or your money that made the profit, right?
Das hat auch wieder was mit dem Geldwäschegesetz zu tun. Okay. Wenn ich es ist genauso, wie Sie einmal nachweisen müssen, woher das Geld kommt. Aha. Genauso, wenn ich einmal mit Ihnen mit investiere, durch dieses Investment Sie Gewinne machen und das kommt dann auf Ihrem Konto an. Genauso werde ich einmal etwas ausfüllen müssen, dass das Gewinne und Erträge sind und keine Geldwäscherei. Verstehen Sie? Na, das ist gut. Also es wird definitiv eine Aufgliederung der Gewinne und Erträge geben müssen. Gut, das ist gut. Aber wie lange, wenn du heute 1.000 Euro verdient machen, dann wie lange brauchen, bis wir bei Geld kommen? Die Frage habe ich jetzt nicht verstanden. Du sagst, wenn wir einen Profit machen, muss man gucken, ist das deine Geld oder meine Geld? Wenn du 1.000 Euro verdienen, wer bekommt wie viel Geld und warum? Bei deiner Konto drinnen. Ich sagte ja, solange ich einmal den Screenshot bekomme, aha, ja, dann habe ich eine Grundlage, dass ich handeln darf. Oh. Weil diese 25.000, die sie dann als Garantie, dann habe ich meine Garantie um die Security einmal, diese Handelshilfe von 25.000, die von mir kommen, einmal gerechtfertigt. Ja. Okay. Solange ich einmal, if I'm not getting anything from you, I will not be able to do this arbitrage for you, because yeah, that then I will have a problem because of money laundering. Oh, verstehe. Ja, ja, die schwierigen Prozessen. Genau. Wenn du in Deutschland, mein Kollege Roland, der hat ein T-Shirt drauf, da ist Justitia, du kennst ihn, ja? Mhm. Von, mit das bei Gericht drauf, die Frau mit die Waage, ja? Und das Schwert? Du kennst ihn? Natürlich. Aha, und bei den T-Shirts stehen, I more believe in the virginity of a whore than in the German law system, right? Roughly translated. Oh, okay. That's hard. Indeed, it's very complicated, okay. But Justitia looks very hot on the T-shirt, right? She's blindfolded already, so she won't notice what you do. No. Okay, that was a bad one. I need to pray for that. Yes. No, right. Yeah, so, what do we do next, right? Ja, wie gesagt, einfach mal, Sie schauen sich das Ganze an. Aha. Wenn das dann heute mit der Bank klappt, dann einfach nur den Screenshot mir zukommen lassen auf meine E-Mail-Adresse. Dann werde ich Sie nochmal anrufen und ich werde dann direkt den Handel einmal mit Ihnen durchführen. Dann sehen Sie auch einmal die Gewinne und Erträge. Ja? Und solange Ihr Geld unterwegs ist, kann man dann auch direkt mal eine Gewinnauszahlung machen. Weil dann haben wir... Then we are clean, Mike. Then we are able. I am always clean, right? This is what I promise. Yes. No. That's the most important thing, that we are not coming into some money laundering things or something like that. Is this the handle trade mit Roboter machen oder Mensch selber machen? Nein. Dieser Arbitrage-Trade, den mache ich. Und du selber machen? Das ist nicht mit dem Roboter. Okay. Ja. Weil andere Company am Telefon immer bei Roboter reden, soll du bei Tiny House keinen Platz drinnen für einen Roboter haben. Nein. Nein, also das definitiv nicht. Ja. Das ist sehr gut. Jetzt du diese Zeit, meine Sohn, der bei mir sitzen und gucken, kann der eine Frage bei dir geben? Natürlich. Dann warte mal. Hallo? Ja, hallo. Ich bin der Panjit, guten Morgen. Hallo? Guten Morgen. Ich finde das ganz toll, dass Sie meinem Vater da helfen. Der versucht das schon ganz lange zu machen. Mhm. Und okay. Der muss jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, der hat hier 1.000 Zettel jetzt liegen, der muss jetzt ja noch zur Bank diese Unterschrift bringen mit dem Aufenthaltstitel, mit dem Geldwäschezeugs, und dann soll der das einfach überweisen, ja? Ganz genau.
Und wann geht das dann los? Also so vom Handeln her? Vom Handeln her reicht uns eigentlich nur einmal der Beweis, dass die Transaktion auf dem Weg ist. Ja? Wie gesagt, wenn der Handel dann am Laufen ist, ja, ist es definitiv dann nur notwendig, ja, wenn dann das Geld tatsächlich ankommen soll, ja, was man ja nicht weiß. Warum nicht? Es geht doch über die Bank. Ja, natürlich, aber es gibt viele Kunden, die machen die Überweisung, ja, machen einmal das Beweisfoto und stornieren die dann einfach. Sauerei. Warum auch immer, ne? Nee, das ist keine Sauerei, das ist einfach nur, ja, wie soll ich das nennen? Ne, es ist ja Betrug dann im Endeffekt. Nee, das ist kein Betrug, es wurde keiner betrogen. Es kann ja keiner irgendjemanden zwingen, da eine Überweisung zu tätigen. Nee, ich meine, wenn die jetzt ein Foto schicken und das dann hinterher canceln, dann spiegeln die ihnen ja vor, dass da Geld geflossen ist. Das meine ich. Ja gut, es kann ja keiner irgendwie jemandem übel nehmen, dass er es versucht. Ne? Also, ja, stimmt. Ich meine, ihr macht das ja auch sehr professionell. Das muss man schon wirklich sagen. Bei wie vielen Leuten klappt denn das so von 10? Das ist ja, relativ. Nicht jeder will investieren. Ne? Das kann man so nicht. Nee, jetzt aber, sag mal ehrlich, von 10 Leuten, die ihr anruft, und du machst es ja sprachlich und vom Skript und vom Text her echt gut, wie viele Leute von 10 kriegst du über den Tisch gezogen? Wie viele schicken euch Geld? Ein oder mehrmals? 15. 15 von 10? Genau. Also mehr Leute, als du anrufst, schicken dir Geld. Da bist du irgendwie so ein Heiliger oder sowas. Ja, natürlich. Natürlich, ganz genau. Klasse, meine Güte. Aber du machst das echt nicht schlecht. Warum fängst denn du nicht was Richtiges mit deinem Leben an? Ich mach was Richtiges. Ja, Leute abzocken. Ich irgendwie auf Inder machen. Du betrügst ja die Leute. Genau so ist es. Aber warum machst du das? Es macht Spaß. Es macht Spaß, Leuten das Leben zu versauen? Ja, ganz genau. Es macht Spaß, den Leuten das Leben zu versauen. Ist ziemlich armselig, oder? Richtig. Nee, es ist nicht armselig. Na doch. Nicht armselig. Du hättest jetzt irgendeinem so armen Einwanderer, der da mühsam sich das Geld angespart hat, die ganze Kohle weggenommen. Und das Gleiche machst du bestimmt auch mit Azubis, mit alten Leuten, mit Menschen, die sich verschuldet haben. Und das sind dann so Leute, die sich irgendwann aufhängen, weil das der letzte Strohhalm war. Bist du da stolz drauf? Ja, natürlich. Also wer das Leben nicht ehrt, der soll sich dann auch aufhängen. Das ist ja, aber du missachtest ja jede Art von Leben mit dem, was du machst. Dann müsste ich dir jetzt ja auch das Seil in die Hand drücken. Genau. Weiß deine Familie, was du machst? Das mit Sicherheit nicht machen. Natürlich. Natürlich. Ja? Familie, Freunde, alle wissen das. Dann gehörst du bestimmt zu irgendeinem Clan, oder? Ganz genau. Ja, zu welchem denn? Zum Hindu-Clan. Zum was? Hindu-Clan. Zum Hindu-Clan? Nee, jeder ehrliche Hindu würde dich mit dem Stuhlbein kaputt prügeln. Ja, genau. Das können die ja gern mal versuchen, ne? Ja, wo denn? Wo könnten wir das denn probieren? Wenn es Kugeln gibt, ne? Ja, du bist so einer, du kommst, weil du so ein Ehrenmensch bist, der das Leben wertschätzt. Du kommst zu einem Duell mit einer Knarre anstatt mit deinen Fäusten. So einer bist du doch. Genau, so sieht's aus. Weil, ja, das machen halt Clan-Mitglieder so, ne? Zu welchem Clan gehörst du denn? Zu dem Clan deiner Mutter. Oh, jetzt wird so niveauvoll wieder, wie man das von euch Gesindel einfach immer kennt. Genau. Da kann man die Uhr nachstellen, Ibn Shamuta. Ist doch so. Shamuta, ja. Ja, genau. Ja, meine Güte, wollen wir ein Interview machen? Hast du doch gemacht, oder nicht? Naja, noch nicht so wirklich. Wir reden jetzt ja gerade noch ganz locker flockig. Also mit deiner Stimme könntest du auch bei so einer Sex-Hotline arbeiten. Ja, genau. Und deine Mutter ruft da täglich an. Ja, um zu gucken, ob es dir noch gut geht, weil die ist Psychologin. Die hat im Gegensatz zu dir was gelernt im Leben. Ja.
Ja, der ficke ich das Hirn raus. Dann kann sie Psychologin sein, solange sie will. Oh mein Gott, stehst du auf alte Frauen? Bist also, du so einer? Von der Stimme hätte ich ja eher gedacht, dass du Teenager-Mädchen hinterherstellst. Ja, wirklich. Ja, ich mache halt alles, was du wahrscheinlich nicht kannst. Ja. Also wenn ich eines nicht mache, dann ist es Kinder nachstellen. Stehst du auch auf Kinder? Ey, komm, jetzt wird's nicht mehr lustig. Nee, lustig ist das Ganze gar nicht, was du da machst. Genau. Ist der Typ, dem das Konto in Litauen gehört, eigentlich schon verhaftet worden? Ruf bei dem mal an. Du bist doch so klug, Finz. Guck doch mal, ob der noch ans Telefon geht. Ruf den gleich mal an, wenn wir fertig sind. Ja, liebe Freunde, das waren weit über 2 Stunden mit diesem miesen Dreckspack. Und ihr habt sie am Ende gehört, ne? Gut, was soll er anderes machen? Er hat die Wahl gehabt zwischen Auflegen und Aufregen und ein bisschen erzählen und er hat sich für Letzteres entschieden. Dafür dürft ihr mir jetzt aber mal richtig schön was drunter schreiben. Hat auch richtig Spaß gemacht, mir wieder so exzessiv den Inder zu machen. Und ich weiß genau, bei welcher Firma ich mich jetzt gleich nochmal mit 10 anderen Akzenten anmelde. Natürlich ein bisschen zeitversetzt, mit anderen Nummern aus anderen Städten und anderen Geschichten. Aber da sind so diese Leute, bei denen hinterlässt man dann gerne nochmal ein paar Anmeldungen. Vielleicht hörst du das ja im Knastradio, du mieser Vogel, wenn du hier einschaltest. Vielen Dank, Freunde, wir hören uns.